Vielleicht kennt ihr ja das Problem, dass das iPhone über den Lightning-Port nicht richtig geladen wird oder dass ihr beim Telefonieren den Gegenüber nicht vernünftig verstehen könnt. Und diese Probleme lassen sich meistens ziemlich einfach lösen, indem ihr euer Gerät einmal richtig reinigt, sprich einmal den Lightning-Port reinigt oder natürlich auch zum Beispiel die Ohrmuscheln. Und wie das funktioniert, möchte ich euch gerne in diesem Video einmal zeigen. Sollten dich Videos wie dieses, Tipps und Tricks rund ums iPhone oder allgemein um Apple interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen, lasst jetzt gerne einfach und unkompliziert ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, wie man das iPhone richtig reinigt und vor allem auch ohne, dass man noch irgendetwas extra kaufen muss. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Ich würde sagen, wir starten zuallererst einmal mit dem Display und dieses soll laut Apple wirklich nur mit einem Mikrofasertuch gereinigt werden und etwas Wasser. Ihr solltet hier keine Reinigungsmittel oder Seife oder ähnliches verwenden. Apple sagt, dass das Gerät bzw. das Display mit einer bestimmten Beschichtung versehen wurde und diese Reinigungsmittel etc. könnten eben diese Beschichtung beschädigen und im schlimmsten Fall zerkratzen. Daher solltet ihr hier auch wirklich nur am besten ein Mikrofasertuch oder ähnliches verwenden, dieses ein bisschen nass machen und daraufhin könnt ihr hier auch schon euer Display einmal reinigen und ich empfehle euch auf jeden Fall auch danach eine Panzerglasfolie zu installieren, solltet ihr das noch nicht getan haben. Als nächstes würde ich euch empfehlen, den Lightning Port zu reinigen und zwar wird dieser ziemlich schnell durch irgendwelche Fusseln und anderen Rückstände in der Hosentasche gefüllt und daher kann es dann manchmal sein, dass ihr euer Gerät nicht mehr richtig aufladen könnt, dass das Lightning-Kabel nicht mehr vollständig in den Lightning-Port hineinpasst und das passiert relativ schnell und dann wundert man sich, warum das Gerät nicht richtig auflädt. Und das lässt sich eigentlich ziemlich einfach mit einem handelsüblichen Zahnstocher reinigen oder ihr könnt auch ähnliche Plastiktools benutzen wie für Zahnseide oder so. Ihr solltet auf jeden Fall nichts nehmen, was irgendwie das Gerät zerkratzen könnte. Also ihr solltet hier in diesem Fall jetzt darauf achten, nicht irgendwelche Metallgegenstände wie den Büroklammer zu benutzen, sondern am besten so etwas wie aus Holz. Und dann könnt ihr auch schon ganz einfach vorsichtig hier hineingehen und dann seht ihr auch schon, was sich da so rausholen lässt, denn dort befindet sich dann immer mal wieder einiges an Staub, den man da eben rausholen kann. Und da könnt ihr dann ganz vorsichtig einmal durchgehen und dann entsprechend hier das Ganze einmal reinigen. Wichtig ist, ihr solltet auf keinen Fall Druckluft oder ähnliches verwenden. Das empfiehlt Apple auch, das Ganze nicht mit Druckluft zu machen. Ihr könnt natürlich leicht pusten, aber ihr solltet hier wirklich nicht irgendwie mit Druckluft arbeiten, weil man so eben das Problem noch verschlimmern kann, dass man am Ende das Ganze noch tiefer sozusagen hier in den Lightning Port hineinschiebt und das Ganze dann nicht wirklich löst, sondern nur schlimmer macht. Daher empfehle ich euch, das Ganze hier ganz vorsichtig mit dem Zahnstocher zu reinigen und daraufhin vielleicht einmal ganz leicht hinein zu pusten. Und das war es dann im Grunde genommen auch schon. Und so könnt ihr ganz einfach hier alles Mögliche an Staub oder Ähnlichem aus dem Lightning Port herausholen. Und danach sollte auch wieder der Lightning Adapter passen und ihr könnt euer Gerät wieder zuverlässig aufladen. Das nächste, was super nervig ist und auch häufiger auftritt, als man denkt, ist die Ohrmuschel bzw. hier die Lautsprecher in der Ohrmuschel. Und die können leider auch ziemlich schnell verdrecken und dann nicht mehr zuverlässig funktionieren. Und da könnt ihr ganz einfach mit handelsüblichen Zahnbürste, am besten mit möglichst weichen Borsten, hier Abhilfe verschaffen. Und zwar könnt ihr hier ganz einfach einmal in kreisende Bewegungen ganz vorsichtig in die Ohrmuschel hineingehen und so dann eben entsprechend den Dreck dort herausholen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn ihr das dann macht, dann werdet ihr schon sehen, dass ihr hier einiges an Staub rausholen könnt und dann könnt ihr das Ganze einmal wieder mit dem Tuch reinigen und diesen Vorgang dann auch ein paar Mal wiederholen, je nachdem, wie dreckig am Ende eure Ohrmuschel ist. Und so kann man auf jeden Fall dafür sorgen, dass am Ende die Ohrmuschel wieder zuverlässiger funktioniert und ihr auch wieder besser telefonieren könnt. Der Trick mit der Zahnbürste funktioniert übrigens auch am unteren Teil des iPhones und zwar bei den Mikrofonen und Lautsprechern. Und diese können ebenfalls ziemlich schnell verdrecken und da könnt ihr ebenfalls dann mit der Zahnbürste ganz einfach in kreisenden Bewegungen hier einmal durch die Löcher durchgehen und dort braucht ihr ein bisschen Geduld. Wie gesagt, macht das ganz, ganz vorsichtig, damit ihr eben nicht den Dreck noch weiter dort hineinschiebt. Aber so könnt ihr wirklich langsam und vorsichtig eure Lautsprecher und Mikrofone ein bisschen reinigen. Und man sieht auch richtig, wie das Ganze dann am Ende so leicht rauskommt und wie die Mikrofone jetzt schon etwas besser aussehen und die Lautsprecher. Und am Ende dann einfach wieder mit einem Tuch sauber machen, den Vorgang wiederholen. Und so könnt ihr dafür sorgen, dass auch hier die Lautsprecher und Mikrofone auch nachhaltig funktionieren und nicht irgendwann nicht mehr so zuverlässig sind. Daher hier auch ein kleiner Tipp. Zu guter Letzt gibt es dann natürlich noch den iPhone-Rahmen und auch die Rückseite. Und beim iPhone-Rahmen könnt ihr ganz einfach wieder ein Tuch verwenden und dieses dann eben nutzen,
um euren Rahmen zu reinigen. Und das sieht man dann hier bei einem iPhone 12 Pro dann auch schon ziemlich schnell, dass hier die Fingerabdrücke entfernt wurden. Und auf der Rückseite ist es je nachdem, was für ein Gerät ihr habt. Also beim iPhone 12 Pro sieht die Rückseite eigentlich durch das matte Glas immer ziemlich gut aus. Aber hier gerade auch bei den Kameras kann man dann auch das Ganze einmal hier reinigen und auch dafür sorgen, dass hier die Kameralinsen sauber sind, so dass dort am Ende auch die Fotos immer wieder gut werden. Und wie gesagt, hier bei dem matten Glas sieht man das eigentlich so gut wie gar nicht. Das wird nicht wirklich dreckig, aber bei den anderen Modellen, die eben ein glänzendes Glas haben, da kann man dann auch immer mal mit einem Mikrofasertuch rübergehen und eben auch nur mit Wasser und nicht mit irgendwelchen zusätzlichen Reinigungsmitteln. Das soll es denn jetzt aber auch schon wieder von diesem kurzen Video gewesen sein, wie ihr euer iPhone richtig reinigt, vor allem auch so, wie Apple es empfiehlt, damit am Ende am Display nichts kaputt geht, aber natürlich auch so, dass am Ende zum Beispiel euer Lightning-Port wieder funktioniert oder ihr wieder zuverlässig telefonieren könnt. Und wenn euch das Video gefallen und vielleicht auch geholfen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Solltet ihr weitere Tipps und Tricks rund um die iPhone-Reinigung haben, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne einfach und unkompliziert ein Abo da. Und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!